Herzlich willkommen, wieder mal eine Produktvorstellung und zwar vom Hersteller Better You aus Großbritannien. Und zwar das Delux 1000, die 1000 stehen für 1000 internationale Einheiten vom Vitamin D. 1000 internationale Einheiten sind 25 Mikrogramm Vitamin D. Das ist ein Spray, wie man hier sehen kann. Das ist ein Deckel, den tut man abnehmen. Und dann sprüht man sich das einmal in den Mundraum. Ideal wäre es unter die Zunge. Da gelangt es ihm nämlich, also jetzt nicht nur unter der Zunge, sondern allgemein im Mundraum, gelangt es ihm über die Mundschleimhaut direkt in den Blutkreislauf. Deswegen ist es eine ziemlich effektive Möglichkeit, seinen Vitamin D-Spiegel im Körper zu erhöhen. Bei Tabletten oder Kapseln ist es ja so, dass man, wenn man die schluckt, man erstmal ein Glas Wasser benötigt und es ja im Bauch landet. Da muss es über den Darm und dann wird es gespalten, absorbiert und gelangt dann erst in den Blutkreislauf. Und wie viel dann wirklich auch absorbiert wird, hängt ja auch von der Darmflora ab. Und da ist so ein Mundspray auf jeden Fall eine gute Alternative. Eben weil es über die Mundschleimhaut direkt in den Blutkreislauf gelangt oder größtenteils dann direkt in den Blutkreislauf gelangt. So, was sind die Vorteile von dem Produkt? Ja, eine leichte Benutzung, handlich. Man kann es auch freies mitnehmen, also wie ihr seht, das ist nicht groß, ne? So groß ungefähr. Ne, es langt laut Hersteller für 100 Sprühstoße. Wenn man es einmal am Tag benutzt, reicht es etwas länger wie 3 Monate, für 100 Tage. Zu empfehlen ist das Produkt für Kinder und Heranwachsende ab 10 Jahren, das schreibt der Hersteller. Wer mehr benötigt, kann auch öfter sprühen, ist klar. Es gibt aber noch ein Produkt mit 3000 internationalen Einheiten, also wer höhere Mengen haben will, das ist jetzt dann nur 1000. Ja, zudem ist das Produkt frei von künstlichen Konservierungsstoffen, frei von Farbsüß, Geschmacksstoffen, frei von Fetten, Salzen, Hefe, Gluten, Laktose, also auch für Allergiker geeignet. Es ist kein Alkohol drin und alle Inhaltsstoffe sind halt zu 100% aus natürlicher Herkunft. Dann, was kann man noch sagen? Ja, das Vitamin D3 wird aus Wollwachs gewonnen, dem Lanolin von Schafswolle, welches durch UV-Licht bestrahlt wird. Und bei der Schafswolle handelt es sich nicht um geschlachtete Tiere. Das erwähnt nochmal der Hersteller explizit. Wenn ihr das Interesse habt, das Produkt zu kaufen, unten ist eine Videobeschreibung, wo ihr das aus deutschem Versand quasi bestellen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das in die Kommentare posten, schreiben. Ich werde versuchen, die zu beantworten. Und ja, das war's schon.